Why won't you leave? Spiel! Spiel, was ist dein Problem? Alter, was ist denn mit den Augen los? Warum willst du nicht gehen? Ja, Spiel, kannst du mal... Wow, ich habe jetzt schon zwei Kreuze. Why won't you leave? Me? Alone? Spiel! Bitte! Why won't you leave me? Ja? Warum lässt du mich nicht? Bin mir sicher, wir haben es gleich. Warum lässt du mich nicht allein? Warum willst du mir so unbedingt wehtun? Warum bist du hergekommen? Ich will mich nicht erinnern. Stopp. Ich glaube, wir sollen aufhören. Ich habe Renas Präsenz noch nie so stark gefühlt vorher. Wenn ich nicht wieder zu Sinnen gekommen wäre, hätte ich vielleicht... Warum jetzt? Was ist in diesem Wald, dass sie mich nicht sehen lassen will? Ja, die vielen Leichen, die hier rumhängen vielleicht. 1, 2, 3, 4, 5 sind es jetzt schon. Keep going. Huch, hier ist der Nebel weg. Immer geradeaus. Niemals zurück. Oh, aha. Playstation. Die Luft hat sich komplett verändert, als ich die Statue zu den anderen gepackt habe. Der Wald scheint nicht mehr so dunkel und ich kann sehen, wie es aufklart. Ist es vorbei? Renna, bist du immer noch irgendwo hier? Okay. Ja, es ist nicht mehr so nebbelig, ne? Nicht mehr so nebbelig. Das muss es sein. Das Gelände der Kamenkai. Ich habe es geschafft. Oder Renna hat hier einfach nur nicht mehr so viel Kraft. Wenn ich es jetzt so betrachte, fühle ich mich einfach nur erschöpft. All die Geheimnisse. Unzugängliche Dokumente und Geschichten. Alles, was ich sehe, ist in Grau gehüllt. Sind in Grau gehüllt Strukturen in einem sich aufklarenden Wald. Aber es ist eerie. Es ist still und die Luft ist dick. Jetzt könnte man sie vom Rest des Waldes abschneiden. Wenn man bedenkt, wie sehr Renna versucht hat, mich hier rauszuhalten, ist das wohl kein Zufall. Ich fühle eine Traurigkeit und Angst in der Luft hängen. So wie ich sie in Higashis Büro gefühlt habe. Ich sollte vorsichtig sein. Ich sollte herausfinden, was ich kann und dann wieder weg hier. Aha, was war das? Ich glaube, das alles bestätigt Renas Verbindung zu den Kamenkai. Aber was hat sie versucht, von mir zu verheimlichen? Ah, ein Gebäude. Dann gehen wir mal rein. Da kommt hier sonst noch was. Ganz viele Räume. 1, 2, 3. Hisako. Rote Haare, grüne Augen. Ich sehe da Ähnlichkeit mit einem Idol. Ich kann nicht. Ich kann meine Tochter nicht beim Ritual mitmachen lassen. Das hast du nicht zu entscheiden.
Du kennst ihre Wichtigkeit. Und was der Guru sagt, was sie uns zeigen kann. Aber sie ist meine Tochter. Tokimasa hat uns nicht gesagt, dass wir, hat uns nicht gesagt, was er mit ihr vorhat. Sie ist unsere Tochter, Hisako. Was, wenn es nicht so funktioniert, wie er sagt? Sie ist doch noch so jung. Du zweifelst an ihm? Jetzt? Genau weil sie so jung war, wurde sie ausgewählt. Ihr Geist ist noch nicht von Reue, Traurigkeit oder Korruption beschmutzt. Sie ist perfekt. Ich weiß das, aber warum zögerst du? Der Guru sagt, wir erreichen bald den Moment, der uns wahren Frieden bringen wird. Die Kulmination von allem, wofür wir gearbeitet haben. Und wieso auch immer ist dein Kind der Mittelpunkt. Er sagt, sie wird eine Sicht erhalten, die sogar noch weiter geht als seine eigene. Sie kann uns führen. Ich will nur sicher gehen, dass es ihr gut geht. Er hat mir versprochen, dass sie sicher ist, aber nun bin ich mir nicht mehr so sicher dabei. Der Guru wird dafür sorgen, dass man sich um sie kümmert. Sie wollte nichts und wird mit einer neuen Sicht belohnt. Das ist der einzige Weg. Die Welt ist am Rande des Kollaps. Es ist keine Zeit mehr übrig. Meine eigenen Kinder werden... Emiko. Ah, das ist Emiko. Ja, doch, stimmt. Da ist schon Ähnlichkeit zu Mai vorhanden. Emiko, keine Sorge. Es wird Ihnen gut gehen. Schnief. Nein. Meine eigene Mutter hat mich verraten. Sie hat meine Kinder, hier rausgeschliffen, um im Dreck zu sterben. Mir tut es so leid. Ich muss stark sein. Bald haben wir keine Sorgen mehr und werden unser Fleisch zurücklassen. Das weißt du, oder? Ich habe dich draußen gesehen, als er es uns gesagt hat. Ja. All das, was ich jemals gelernt habe, wurde nur von korrupten Leuten benutzt, um uns zu kontrollieren, um uns zu verletzen. Bald werden wir von all dem frei sein. Wir werden dem Leiden entkommen, dem Leiden der Welt entkommen und wiedergeboren werden. Und Rena wird uns den Weg zeigen. Sie wird die Brücke. Du hast recht. Ich wusste immer, dass sie besonders ist. Und selbst als sie noch in meinem Bauch war, konnte ich das fühlen. Versprich es mir noch einmal. Versprich mir, dass man sich um sie kümmern wird. Okay. Dann gehe ich mal doch die Räume der Reihe nach ab. Enter. Oh, klein Rena. Mami? Rena. Wo warst du? Ich hab dich vermisst. Sch, sei ruhig, Schätzchen. Ich kann nicht lange bleiben. Warum nicht? Warum kannst du nicht mehr bei mir bleiben? Nun, das ist kompliziert. Der Guru denkt, es ist das Beste, wenn wir zwei für eine Weile getrennt sind. Er hat große Pläne für uns und vor allem für dich. Wen kümmert das alles? Süße, das ist nicht so einfach. Warum nicht? Warum lassen sie uns nicht zusammen sein? Weil du so rein bist und perfekt. Ich weiß, dass du mich liebst, aber ich bin nicht gut für dich. Wenn ich bei dir bleibe, Er sagt, es wird dich verunreinigen. Aber ich bin so schwach. Ich wollte dich sehen. Das ist unser kleines Geheimnis, okay? Okay, Mami... Ist es mein Fehler, dass ich nicht mehr bei dir bleiben kann?
Oh, Rena, nein. Natürlich nicht. Es ist meine Schuld. Du wirst sehr wichtig sein, eine sehr wichtige Person sein eines Tages. Ich kann dich doch nicht aufhalten. Ich weiß, das macht jetzt nicht wirklich viel Sinn, aber irgendwann wirst du es verstehen. Tokimasa hat große Pläne für dich. Das hat er mir selbst so gesagt. Er sagt, du bist der Schlüssel zu allem. Deswegen bist du so, das ist der Grund, warum du so rein bist. Erinnerst du dich, warum wir die Stadt verlassen haben? Weil jeder einfach nur an sich selbst denkt. Sie sind alle von Korruption verunreinigt, aber nicht wir. Zumindest nicht du. Ich dachte, du sagtest, wir gehen nach Hause. Das können wir nicht. Tokimasa sagt, die große Maschine ist am Ende. Dass all diese korruptierten Leute sich gegenseitig umbringen werden im Krieg und sterben werden. Und wir bleiben zurück. Aber du wirst da sein, um sie zu führen. Bald. Du wurdest ausgewählt von Tokimasa. Sterben? Ich will nicht, dass irgendjemand stirbt. Ja, das will ich auch nicht, Süße. Aber wie ich schon sagte, Tokimasa hat ein neues Ritual herausgefunden. Und du wirst allen helfen können. Ich verstehe das nicht. Warum sagst du all diese merkwürdigen Dinge? Nun, Rena, das ist auch für mich nicht einfach. Aber es geht ja nicht darum, was wir wollen die ganze Zeit. Wenn du das tun wirst, dann wird es auch mir helfen. Du willst doch Mami helfen, nicht wahr? Schnief. Ja, ich denke schon. Genau. Also lächel, okay? Hey, weißt du was? Was? Vor dem Ritual wird es eine große Feier geben. Nur für dich. Es wird ein großes Festessen. Was bedeutet das? Eine große Mahlzeit, wo jeder essen kann, was er will. Es ist wie eine Party. Klingt das nicht lustig? Ich denke schon. Und dann darf ich dich auch wiedersehen. Versprichst du das? Ja, nach all dem, was wir zusammen durchgestanden haben, bis zum Ritual. Alles zusammen? Ich dachte, du sagtest, das wäre nur ich. Wie ich schon sagte, Schätzchen, du wurdest ausgewählt. Tokimasa sagt, du wirst die Sicht erhalten und uns in die Erlösung führen. Okay. Hey, schau nicht so traurig. Sonst muss ich auch noch weinen. Und du willst doch nicht sehen, wie Mami weint, oder? Nein. Gut, Rena, ich will, dass du mir jetzt ganz genau zuhörst. Hier, ich will, dass du das nimmst. Das ist Mamis Amulett. Habe ich schon, seit ich klein bin. Ich will, dass du es jetzt hast, für das Ritual. Wenn es anfängt, dann will ich, dass du es ganz doll festhältst und deine Augen geschlossen hältst, okay? Wenn du Angst kriegst, dann hältst du es ganz doll und denkst an mich, okay? Aber das Amulett gehört dir. Brauchst du es denn nicht? Was ist, wenn dir etwas Böses passiert? Es ist wichtiger, dass du es jetzt hast. Versprich mir, dass du tun wirst, worum ich dich gebeten habe. Ich versprech's. Kleiner Fingerschwur. Okay. Und du weißt, was passiert, wenn du den kleinen Fingerschwur sprichst? Ja, du sagtest, mein kleiner Finger fällt dann ab. Genau. Und wir wollen doch nicht, dass das passiert, oder? Ab morgen werden die Dinge vielleicht etwas anders sein. Vielleicht sogar etwas gruselig. Aber das muss nichts Schlechtes sein. Das Wichtigste ist, dass Tokimasa uns gesagt hat, dass wir zusammen sein werden. Ich liebe dich, Rena. Ich liebe dich auch, Mami. Ui, ja.
Sie wurde also ausgewählt. Arme Rena, die hat auch ordentlich was mitgemacht. Dann war sie die einzige... War sie vielleicht die, die im Endeffekt alle umgebracht hat? Hm, wer weiß. Oh, ist das das Festessen und Klein Rena darf nichts haben? Oh, Rena, du solltest nicht hier sein. Hä? Warum nicht? Das Festessen ist nicht für dich. Es ist für uns, die Unreinen. Und da hatte sich OBS verabschiedet einfach. So, jetzt reden wir nochmal mit dem jungen Mann und hoffen mal, dass das Spiel sich jetzt ein bisschen einkriegt. Oh, Rena, du solltest nicht hier sein. Hä? Warum nicht? Das Festessen ist nicht für dich. Es ist für uns, die Unreinen, die sich vorbereiten müssen. Togimasa sagt, dass die Unreinen sich selbst reinigen müssen, indem sie schmausen und die Dunkelheit aus ihren Körpern expungen. Wenn ich unkorrumpiert bleiben kann, dann kann vielleicht jemand so Wertloses wie ich eines Tages höhere Gefilde erreichen. Ich glaube nicht, dass du wertlos bist. Jeder sagt mir ständig, dass ich so besonders wäre. Aber niemand besucht mich mehr. Und wo sind überhaupt alle? Verstecken sie sich jetzt auch vor mir? Die anderen sind beim Guru und bereiten sich für morgen vor. Keine Sorge, Rena. Alles wird sich morgen klären. Es gibt nichts, wovor du Angst haben musst. Ja, das Festessen ist also nicht für sie. War ja klar irgendwo, ne? Hey, kann ich ein bisschen davon haben? Der große Tokimasa hat uns gesagt, dass wir dir kein Essen von dem Festmahl hier geben sollen. Oh. Verstehst du es nicht? Du bist rein. Dieses Festessen... Das ist hier, um uns zu testen. Uns zu zeigen, dass wir korrumpiert sind. Mit den Flecken der Unreinheit auf uns. Es ist eine Erinnerung daran, wie die große Maschine der Menschheit unsere Seelen gefangen hält. Diejenigen, die gereinigt sind, sollen sich nicht vom rechten Wege abwenden. Richtig, aber... Du hast großes Glück? Ja, so großes Glück. Du bist Tokimasas Favorit? Er hat dich ausgewählt. Er hat dich ausgewählt, die Trägerin der Maske zu sein. Die große Tür zu sehen, die dich zum reinen Ort führen wird. Die anderen Kinder, die mitgenommen wurden, auch das war ein Test, um die reinste unter euch zu finden. Du verstehst, nicht wahr? Ich weiß nicht. Oh, ja, ja, natürlich nicht. Du bist ja nur ein Kind. Tokimasa sagt, dass die Kinder viel weiser sind als wir. Dass euer Verstehen der Welt noch unangetastet ist. Wo ist Mami? Mami? Ah ja, ich glaube, sie ist beim Guru. Sie braucht die Liebe des Gurus. Ja, ihre Gedanken sind in letzter Zeit ein wenig auf Abwege geraten. In so einem Schlüsselmoment. Der Guru will ihr den Weg zeigen. Also sorge dich nicht. Mutter, Vater, Schwester, Bruder, das zählt doch alles nicht. Wir sind deine Familie. Du solltest jetzt wieder ins Bett gehen. Ich weiß nicht mal, warum der Guru jemand Wichtigen wie dich hier so einfach frei rumlaufen lässt. Was, wenn etwas mit dir passiert, so wie mit den anderen? Welche anderen? Fürchte dich nicht, Kind. Der große Tokimasa... Die Prophezeiung des großen Tokimasa wird wahr werden. Und dann
wird es keine Angst mehr geben. Bald schon. Du solltest jetzt schlafen gehen, Kind. Und denk dran, iss nichts von diesem Essen. Es ist Essen für uns. Die Schandvollen. Okay. Coca-Cola. Mhm. Was ist los? Warum siehst du mich so an? Nichts. Es ist nichts. Das Ritual beginnt. Ist bald. Beginnt ist bald. Das Ritual ist bald. Es wird die Zeit der großen Veränderung. Geh jetzt. Warum? Morgen wirst du uns leiten. Aber sieh dich an. So jung. Hm.